Sie alle kennen sicherlich die alte Börsenregel, sell May and go away. Aber stimmt die noch in Zeiten, in der die Notenbanken alles ersäufen, was nicht schwimmen kann mit Liquidität, sodass letztendlich die ganze Saisonalität eigentlich völlig egal ist, sondern nur noch Liquidität die entscheidende Rolle spielt? Also der monetäre Faktor, nicht der saisonale Faktor, der entscheidende Punkt ist. Das wollen wir uns mal anschauen, wollen ein paar Indikationen zur aktuellen Ausgangslage jetzt am letzten Handelstag im April finden. Heute ja kleiner Verfall, das wird wichtig sein, weil eben diese Optionen immer wichtiger für die Aktienmärkte insgesamt werden. Auch wenn das Volumen jetzt in letzter Zeit ein bisschen zurückgegangen ist bei diesen Optionen, schlichtweg, weil die Amerikaner nicht mehr den ganzen Tag vor dem PC sitzen, weil ihre Wirtschaft schon geöffnet ist. Schauen wir uns mal die Saisonalität in den USA an. Unterteilt in Nachwahljahre, das ist hier die dunkle, die dunklere Version, und die hellblaue Version sind die normalen Jahre, Average Year. Und da sehen wir im Average Year, also durchschnittlich, ist es so, dass ab Mai, Anfang Mai, wo nochmal ein Hochpunkt erreicht wird, es dann tendenziell nach unten geht. Das ist anders etwas bei diesen Postwahljahren durchschnittlich. Da geht es erstmal seitwärts Anfang Mai, dann nochmal bis Mitte Mai nach oben, dann seitwärts und dann geht es im Juni ein bisschen runter. Sie können sich hier einen Reim draus machen, ob so etwas sinnvoll ist, ja oder nein, aber es ist eben auch geronnene Marktgeschichte, wenn man so will. Und wenn wir uns hier mal den DAX anschauen, dann sehen wir, ja, da ist was dran. Normalerweise erreicht der durchschnittlich gesehen am 2. Mai sein Hoch, kommt dann ein bisschen runter, bevor es dann bis Juli, noch bis Ende Juni nochmal nach oben geht, respektive Mitte Juli, und dann eine ausgeprägte Schwäche im Sommer sich zeigt bis Ende September und dann Anfang Oktober. Da hat der DAX wieder Lust. Ja, Dividenden könnten hier natürlich eine Rolle spielen. Der DAX ist ja sehr stark getrieben von Dividenden, nicht so der S&P 500. Hier sehen wir, was da derzeit der Fall ist. Gestern über die 4200 Marke gekommen, dann wieder nach unten geknallt, haben so ein Hanging Man hinterlassen, hier in einem Chart von Michael Silver. Alles so ein bisschen unklar, wir sehen diese Schiebekerzen, also die Luft wird dünner nach oben, es ist dieser Rallye-Impuls nicht mehr so da, aber die Schwäche eben auch nicht. Das ist die aktuelle Ausgangskonstellation. Insgesamt sehen wir, dass die Handelsrange, also die Bandbreite dessen, was hier faktisch zwischen Hoch und Tief liegt, ziemlich gering ist. Wir haben jetzt durchschnittlich als 10-Tages-Durchschnitt 0,46%. Das ist schon sehr, sehr gering, und normalerweise kommen dann irgendwann auch wieder größere Ausschläge, also dass da mal was passiert. Gestern wieder auch so ein Tag, wo nicht so wahnsinnig viel in der Summe dann sich verändert hat zwischen Kassabeginn und Kassaschluss, auch wenn Intraday durchaus einige spannende Bewegungen ja zu verzeichnen waren nach den Zahlen von Apple, die ja herausragend waren, aber Apple dann noch ins Minus gedreht. Also da war viel Volatilität dann Intraday. Gestern später abends dann noch die Zahlen von Amazon, auch wieder hervorragend, die Aktie 4% nachbörslich im Plus. Blowout Earnings and Guidance, klar, super, alles gut. Amazon natürlich ein Profiteur all dessen, was sich da in letzter Zeit geändert hat, seit Beginn der Corona-Krise. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, die haben jetzt mal 110 Milliarden Umsatz gemacht. Und das allerdings, und das gehört eben auch zur Wahrheit dazu, durch das Sterben von Tausenden von anderen Firmen, die letztendlich Amazon zum Opfer gefallen sind. Okay, das ist der Lauf der Dinge. Es hängt auch ein relativ kleiner Ökokosmos, könnte man sagen, an Amazon dran. Also Firmen, die sozusagen wahrscheinlich nur existieren, weil es Amazon gibt. Das darf man auch nicht vergessen. Oder zumindest die Chance haben, größer zu werden. In der Summe allerdings kostet das viele Millionen Menschen ihren Job. Und die, die dann etwa bei Amazon angestellt sind, die sind das meistens für geringe Löhne. Auch wenn Amazon ja jetzt gesagt hat, wir werden die Löhne für 500.000 Mitarbeiter, glaube ich, deutlich erhöhen. Insgesamt sehen wir, dass die vier großen Apple, Microsoft, Amazon und eben Google, dass die jetzt eine Marktkapitalisierung von 7,5 Billionen auf die Waage bringen. Das ist mehr als das BIP jeden Landes außerhalb der USA und China. Also man könnte sagen, das ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, wenn man so will. Diese vier Firmen, krass, was da an Marktkapitalisierung der Fall ist, an Dominanz auch der Fall ist. Aber wie gesagt, diese Konzerne sind praktisch nur im Westen vorhanden. Das darf man nicht vergessen. In Asien spielen sie kaum eine Rolle. Vielleicht noch Apple ein bisschen, vielleicht noch Microsoft ein bisschen. In China jedenfalls spielen all diese Firmen keine große Rolle.
dementsprechend und in den Satellitenstaaten von China auch nicht. Dementsprechend stellt sich die Frage, ob da die Marktgewichtung wirklich stimmt, die Relation wirklich stimmt. Wir hatten gestern dann auch Zahlen von Twitter, die waren nicht so gut. Respektive die Zahlen waren okay, aber der Ausblick war nicht so toll. Also die Guidance, das war fast schon am Rande einer Gewinnwarnung, möchte man sagen. Und dann, vor allem weil man den Ausblick eben gesenkt hat, und dann User Growth, also das Wachstum der Nutzer, nicht so wirklich toll. Die Aktie dann 11,5% abgeschmiert. Twitter halte ich für extrem wichtig. Es ist für mich das entscheidende Medium, um sozusagen zu schnell reagieren und schnell Dinge einordnen zu können, Informationen zu bekommen. Das ist für mich ein zentrales Organ, muss ich sagen. Auch meine Videos basieren weitgehend, wie Sie vielleicht merken, auf Twitter, weil da eben relevante Informationen sehr schnell, sehr direkt gegeben werden können. Kommen wir zurück zu den Märkten, meine Damen und Herren. Wir sehen jetzt Buybacks. Pick up steam, wie die Amerikaner sagen. Also die rollen jetzt los, ja, alleine schon Apple und Google, ich glaube 140, Apple 90, Google 50 Milliarden. Das ist natürlich schon der Hammer. Wir sehen hier den Stocks Europe 50. Da geht auch ein bisschen was mit Buybacks, mit Aktienrückkäufen, aber das ist ein bisschen über eine Milliarde. Das zeigt so ein bisschen den Kontext. Fast 150 mal so viel, also in den USA alleine im April, wie jetzt im März die Buybacks in der Eurozone waren, respektive beim Stocks Europe 50. Also wir sehen, da ist natürlich jede Menge Cash, vor allem bei den US-Firmen, die wissen nicht, wohin damit, also kaufen wir die eigenen Aktien zurück. Das verknappt das Angebot an Aktien, ist natürlich potenziell preistreibend. Einige Jahre waren es nur die Buybacks, die den Unterschied gemacht haben für die Aktienmärkte. Und dadurch sieht das Kurs-Gewinn-Verhältnis besser aus, weil es weniger Aktien gibt, die draußen sind. Ja, das ist natürlich auch eine Form von Financial Engineering. Heute aber werden wir uns dann auch mehr fokussieren wieder, nachdem die Zahlen jetzt ein bisschen abklingen aus der US-Berichtssaison, die großen Dickfische aus dem Tech-Sektor alle durch sind, auf die Konjunkturdaten. Und hier werden im Fokus sein vor allem 14.30 Uhr die PCE-Daten, Personal Consumption Expenditure. Das sind also die Verbraucherpreise, die nur in der Kernrate berechnet werden und die für die Fed extrem wichtig sind. Da achtet die Fed immer sehr stark drauf, ähnlich stark wie auf den sogenannten BIP-Deflator. Also die Preisveränderung nominal minus real. Im BIP, das ja gestern veröffentlicht wurde von den USA, und da sind wir mit einem Anstieg von 4,1% deutlich, deutlich über der Erwartung gewesen, die war nämlich 2,6%. Das ist eine Menge Holz, das ist sehr, sehr viel, das ist ein absolutes Alarmzeichen schon in Sachen Inflation. Wir sahen ja, dass gestern auch die Renditen für Staatsanleihen weiter gestiegen sind, in Europa steigen die Renditen ohnehin. Wir sehen, dass Commodities, also Rohstoffe, wenn man so will, ihren besten Monat in 10 Jahren wohl absolvieren könnten, wenn heute nichts dazwischen kommt am letzten Handelstag diesen Monat. Das ist schon nicht so schlecht. Und jetzt entscheidend vielleicht für Commodities und für diese ganze Inflationsthematik wahrscheinlich Öl. Hier sind wir an einer langfristigen Abwärtstrendlinie. Kommen wir da drüber? Das ist die Frage, die sich hier Kimball Chart Solutions stellt. Ja, Öl ist schon sehr, sehr wichtig, auch wenn es natürlich nicht mehr die Bedeutung hat, die es mal hatte, als alles auf fossilen Brennstoffen basierte. Das nimmt ja tendenziell ab, respektive der Ölanteil. Aber dennoch ist der Schmierstoff der Welt nach wie vor dementsprechend wichtig, ob diese Rohstoffhorste weitergeht in Sachen Inflation, ja oder nein. Gestern, wie gesagt, hatten wir das US-BIP. Hier sehen wir mal, da sind wir jetzt knapp über 19 Billionen nominal, also das, was insgesamt erwirtschaftet wird. Das ist 1% weniger, als wir jetzt auf dem Peak 2019 waren. Die US-Wirtschaft ist also nach wie vor etwas schwächer, als sie es war, wenn man so will, vor der Corona-Krise. Aber wir sehen, das ist schon eingeknickt vor 2020, also das ist schon vor der Corona-Krise, kurz vor der Corona-Krise nach unten gegangen. Dieser Trend hat sich dann beschleunigt. Wir waren dann im Tief bei 17,3 Billionen. Jetzt, wie gesagt, wieder über 19 Billionen. Heute haben wir dann um 10 Uhr auch das BIP aus Deutschland. Das wird interessant sein. Wird das negativ sein? Wegen der Lockdown, oder wird es nicht negativ sein? Der Industrie geht es ja gut, den Dienstleistern geht es tendenziell schlecht, um das mal grobschnittig zu formulieren. Aber das wird ein Hingucker, werden wir um 10 Uhr berichten bei Finanzmarktwelt. Genauso wie die PCE-Verbraucherpreise aus den USA 14,30.
Und was haben wir noch? Wir hatten heute Nacht China-Daten, Daten also aus China. Einmal den Caixin Einkaufsmanager Index Manufacturing. Caixin ist ein Umfrageinstitut oder eine Nachrichtenagentur. Hier werden allerdings eher kleinere Firmen befragt. Da war es besser mit 51,9 statt erwartet 50,9. Aber der offizielle PMI, der von China offiziell erhoben wird und vor allem größere Firmen erfasst, war schwächer mit Manufacturing 51,1 gegenüber 51,8 erwartet und Non-Manufacturing 54,9 gegenüber 56,1 erwartet. Also ein bisschen schwächer. Vielleicht noch als Erinnerung, wie Sie hier unten sehen, die asiatischen Märkte in Japan und China sind jetzt Montag, Dienstag und Mittwoch geschlossen. Das wird also dann durchaus liquiditätsdünn werden. Biden hat nochmal in einer Ansprache klargemacht, wir stehen in Konkurrenz zu China. Wir müssen das 21. Jahrhundert gewinnen. Das wird kaum gelingen, by the way. Aber auch China hat massiv Probleme. Ich hatte kürzlich ja mal die Meldung gebracht, dass das erste Mal seit 1949 die chinesische Bevölkerung schrumpft. Und die wird weiter schrumpfen, schrumpfen, schrumpfen. Dieser demografische Faktor wird China hart treffen. Aber auch die Amerikaner wachsen nicht mehr so. Und die Amerikaner haben noch ganz andere Probleme. Aber Biden gestern gesagt, we are in competition, wir sind im Wettbewerb. Und abschließend vielleicht noch BioNTech, eine gute Meldung in Sachen Corona. Man ist sehr, sehr zuversichtlich seitens von BioNTech, dass die Impfung auch oder der Impfstoff auch gegen die indische Mutante wirkt. Das wäre sehr, sehr wichtig, das ist ja vielleicht eine der Kernfragen. Bekommen wir Mutanten, gegen die Impfstoffe nicht wirken, sodass dann ein neuer Impfstoff wieder entwickelt werden muss? Das kann gelingen, das dürfte gelingen, dauert aber dann 6 bis 8 Wochen normalerweise, sodass man dann eben diese ganze Geschichte sich weiter rauszögern kann. Es dürfte jetzt so sein, dass im Mai und Juni geradezu auch in Deutschland der Markt geschwemmt wird mit Impfstoffen. Da ist praktisch ein Ketchup-Effekt der Fall. Erst kommt wenig und pups, und dann kommt sehr, sehr viel. Dementsprechend könnte es sehr gut sein, dass wir alle schon, wenn wir wollen, im Juni geimpft sein. Auch die extrem jungen Menschen, so wie ich, gell, also die gerade mal über 20 sind, ne? Also die können sich dann auch impfen lassen. Also das soll es erstmal gewesen sein. Sell in May. Schauen wir mal, gestern eine komische Kerze, es ist eine gewisse Unentschlossenheit, die Handelsrange wird immer kleiner, das Volumen steigt in letzter Zeit wieder, wir hatten ja teilweise anämisches Handelsvolumen, jetzt ist es wieder ein bisschen kräftiger geworden, also die Anteilnahme steigt. Jetzt gibt es nicht mehr viel heute in Sachen Berichtssaison, aber Konjunkturdaten, vor allem die Inflationsdaten, die werden sehr, sehr wichtig. Jetzt wünsche ich einen guten Start in diesen Tag und sage Ihnen Servus und Ciao.